Hallihallo. Herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge Metro Exodus. Und wir sind jetzt hier im Lager in der Nacht. Und wenn es geht, wäre es cool, wenn wir das jetzt hier schaffen, ohne irgendjemanden umzubringen. Das heißt, wir schleichen. Desto halt und wir werden das Sumpflager halten. Eindringling nur keine Angst, Schwächlinge. Sag das nochmal und ich streck dich nieder. Ach doch, aber er redet schlecht von den Jungs, die dort gestorben sind. So, jetzt gucken wir mal. Wie auch immer, ihr, die Pioniere, hattet die Hosen voll. Und jetzt müssen wir in ihren Zug eindringen. Besser als denkt an das Wort des Lehrmeisters. Wir verteidigen uns. Angriff ist die beste Verteidigung. Was? Ich kann mich nicht erinnern, dass der Lehrmeister das gesagt hat. Der Lehrmeister hat gesagt, wir sollen lesen. Also haben wir das in unserem Buch gelesen. Tja, wenn ihr das in eurem Buch gelesen habt, könnt ihr angreifen. Aber wir werden das nicht tun. Das ist... Der Lehrmeister hat auch gesagt, dass man nicht einfach jeden töten darf. Gefangene müssen zuerst vor den Waldrat. Das haben wir von euch erwartet. Aber gut, wir kommen schon alleine klar. Und sobald wir ihn haben, hängen wir den zweiten Eindringling auch an einem Pfahl. Seht mal, was ist das? Zeig dich los! Was ist da hinter dem Baum? Oh Mann. Was seht ihr das? Da oben ein paar dumme Streuner. Den Ausbildern ist wohl auch langweilig. Wir bleiben mal kurz hier. Vielleicht lassen sie dann von verdammt, uns. Der ist bewusstlos. Alarm, Alarm! Wir haben hier einen Eindringling! Fress das, du Scheiße! Gib mir Feuerschutz! Eindringling! Eindringling! Hier! Hier! Wer ist das, Streuner? Er nimmt aber auch jedes Mal die Waffe raus, ne? Ab in die Botanik! So. Jetzt nicht ausflippen, alles ruhig. Zeig mir ihm, dass seine Angst gerechtfertigt ist. Nein, ich habe ja gar keine Angst. Will ja nur nicht, dass ihr sterbt. Haben wir. Ganz, ganz doll. Du kommst jetzt besser raus. Wenn er so viel Angst hat, hätte er es sich zweimal überlegt. Wo ist die Eindringling? Ich bin es leicht, diesen Feigling zu suchen. Der Feigling versteckt sich hier. Zeig mir ihm, dass seine Angst gerechtfertigt ist. Feindlicher Überfall. Hier ist gar keiner tot. Das ist der Eindringling! Da, da unten! Er war da unten! Ich weiß halt nicht, ob das zählt. Also ob man damit trotzdem... Das wird ihm nicht helfen, nicht im geringsten. Das erfüllt haben, dass wir halt, ne, niemanden. Ja, okay, gut, alles klar. Schade, also du kannst halt nicht immer auf die zurennen und die dann bewusstlos schlagen. Das funktioniert anscheinend nicht immer. Versteckt sich, das wird ihm nicht helfen, nicht im geringsten. Oh, auch noch hier, ja.
Frisst das, du Streuner! Ich drück hier die ganze Zeit auf E. Was willst du gerade von mir? Das ist doch... Na, Leute. Das ist jetzt nicht sehr fair. Doch, das funktioniert ganz gut. Nur weil man keinen umbringen möchte, ne? Sich so. Oh, jetzt, ich kann nicht mal hier drüber oder was? Mann. Ich hab schon eh gedrückt, wo ich runtergesprungen bin. Willst du mich verarschen? Alles in Ordnung. Es ist noch alles in Ordnung. Komm sofort raus, hörst du? Komm raus, du feiges Huhn! Ich will wirklich keinen umbringen. Aber ich habe gerade gesehen. Da ist er! Ja, genau das habe ich gerade gesehen. Da ist er, da oben. So, der eine ist da unten. Oh. Einer hüpft da oben rum. Komm raus, wenn du kein Feigling bist! Eigentlich kannst du so oder so rauskommen! Lange kannst du dich hier eh nicht verstecken! Ah, doch. Das geht schon. Warum zieht der jedes Mal seine Waffe? Oh. Ich sehe ihn! Das ist der Eindringling! Gib mir Feuerschuss, Leute! Darf ich dich jetzt endlich mal... Ja.
Mal sehen, wir schalten die einfach jetzt hier nacheinander ordentlich aus. Ohne umzubringen. Und dann gucken wir mal. Im Normalfall müsste das ja funktionieren. Schaut mal, da oben! Habt ihr das auch gesehen? Ich gehe besser in Deckung. Ah, Mist, da sind zwei. Da gibt es nichts zu befürchten. Es ist wohl besser, gemeinsam zu gehen. Die Jungs hatten echt Probleme, den ersten zu fangen. Willst du mich verarschen? Er ist einfach abgehauen. Komm raus und beweg dich, solange du noch kannst. Hä? Er versteckt sich irgendwo. Spürt ihn auf, Leute. What the fuck? Er versteckt sich. Das heißt, er hat Angst. Angst vor mir. Den erledige ich schon, wenn er Angst hat. Lasst uns den Eindringling suchen. In unserem Wald kann er nicht sein. Nicht mehr alleine, dann habe ich dich, du Bandit. Nein. Du meinst nicht mehr lange, dann habe ich euch alle. Das ist ja schon richtiger. Komme ich hier nicht hoch oder was? Also manche Sachen hier sind im Spiel, also so an Hügeln oder an, einfach nur an ein paar Treppen und sowas sind echt so blöd gemacht. Da hängst du einfach fest. Warum auch immer, aber du hängst fest. Ich sehe den Eindringling! Ich sehe den... Au! Du kannst mich doch nicht einfach so beschießen. Was ist falsch mit dir? Jetzt muss er langsam mal gut sein bei euch. Oder? Kann doch jetzt echt nicht so viele Leute hier haben. Ihr Banditen seid doch alle so. Alter. Seht mal, Leute. Ist das euer Ernst? Wir müssen hier alles absuchen, Leute. Komm raus, du Streuner! In unserem Wald kannst du dich nicht vor uns verstecken! Kann und werde ich. Das war jetzt unglücklich. Ich wollte da jetzt eigentlich rein.
Wo zum Teufel versteckst du dich, du Feigling? Egal, ich werde dich finden. Nicht einmal eine Maus könnte sich in diesem Wald vor mir verstecken. Ich wollte da jetzt eigentlich rein und den anderen so von hinten kurz ausnocken. Boah, ich glaube, der kommt jetzt genau runter, ne? Oh, das ist so einfach zu kotzen. Hey, du Versager! Komm raus, solange ich dich freundlich darum bitte! Na, ich weiß nicht, ob das so gut gerade ist, was wir hier treiben. Oder besser gesagt, was ich hier fabriziere. Weil das wirkt immer noch alles, als wenn das jetzt nicht gerade ganz positiv ist. Also nach dem Motto, du hast sie ja doch umgebracht. Ja, nee, hab ich ja nicht. Du willst nicht wirklich, dass ich dich finde. Ah ja, da komme ich nicht durch. Okay. Du kommst jetzt besser raus. Wenn er so viel Angst hat, hätte er es sich zweimal überlegen sollen, ob er herkommt. Okay, dann gucken wir erstmal weiter. Willst du ernsthaft versuchen, dich in unserem Wald zu verstecken, dass ich nicht lache? Leute, ich will einfach nur meinen Kollegen abholen und das war's. Ich will hier niemanden von euch umbringen. Ich will niemanden von euch stressen. Ich will niemanden von euch verängstigen. Dass eure ganzen Kinder und Frauen jetzt hier so weinen die ganze Zeit, das liegt nur an euch. Ich wollte das nicht. Boah, geil, eine Schule. Haben sie hier sich jetzt. Lange kannst du dich nicht verstecken. Eine Schule haben sie sich hier aufgebaut. Das ist ja cool. So, da hinten ist also noch einer. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie trotzdem in Ordnung. Du kommst jetzt besser raus. Wenn er so viel Angst hat, hätte er es sich zweimal überlegen sollen, ob er herkommt.
meine mal hin, wie gesagt, es ist keiner gestorben. Bisher. So, jetzt gehen wir mal hoch. Lass dich nur sehen, feiger Mistkerl. Zeig dich, Feigling. Was zum? Das ist unser Messer. Ja, wie soll ich an den vorbeikommen? Ich habe ihn unter Beschuss! Hier! Da unten hatte sich der Streuner versteckt. Hm. Was für komische die Lichter. Wo zum Teufel ist der Streuner? Lass dich nur sehen, feiger Mistkerl. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Wo zum Teufel ist der Streuner? Hör auf, Müll zu werfen und komm her! Seht ihr? Gebt mir Feuerschutz, Leute! Nachladen! Der Eindringling ist hier, Leute! Komm bitte, das muss jetzt klappen. Ich kann jetzt nicht. Ja. Nur einer. Kein Hör auf, Müll zu werfen! Das ist der Eindringling! Alter. Es hat funktioniert. Na, wer sagt's denn? Ach, na hey, grüß dich. Gute Nacht. Schlafenszeit. Nein, da bin ich jetzt nicht lang. Deswegen mit dem Boot. Wenn wir dann hier unten hätten irgendwie rum und vorbei und sonst wie wahrscheinlich, ne? Aber dann wären wir doch auch nicht da durchgekommen. Wir wären höchstens hier unten dann angelandet und hätten da irgendwie anders lang gekonnt. Dann, ja, dann da hoch und hier rüber wahrscheinlich gleich, ne? So, na dann. Kümmern wir uns noch um die anderen. Komm raus, wenn du kein Feigling bist! Eigentlich kannst du so oder so rauskommen! Lange kannst du dich hier eh nicht verstecken!
zotteln. Ach, da oben also. Och nee. Du kannst dich nicht ewig verstecken, du Drecksack. Leute wie du. Geht mal beide runter, bitte jetzt. Geh du mal bitte auch runter. Oder dreh dich um. Aber nicht weiter in die Richtung gucken. Auch nicht zu mir. Genau. Genau, so ist gut. So ist gut. Ja, so ist gut. Lauf einfach weiter in die Richtung erstmal. Weiter, 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 weiter. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Jetzt auch nicht. Jawohl. Gut. So. Jetzt kümmern wir uns noch. Hey du, mit dem. Komm endlich raus! Es wird dir noch leid tun, wenn der Herr dich vor mir findet. Jetzt kümmern wir uns noch um dich. So. Was auch immer. Ja. Und dann gucken wir noch von der Seite hier rein. Die Zeile mit dem Müll finde ich geil. Das finde ich gut. Hör auf, Müll zu werfen. Okay. Na los, schieß doch! Das ist doch wohl das, was ihr Leute immer macht. Lügen und die Hilflosen angreifen. Dir sollte aber klar sein, dass ihr beide erledigt seid. Wir wissen, dass dein Kumpel zur Kirche gegangen ist. Wir haben ihn lediglich ignoriert. Also bring mich jetzt um, du Feigling! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Jetzt wird es wohl Zeit abzutreten, bevor das zu weit geht. Sie können jetzt auf sich selbst aufpassen. Ich bring dich nicht um. Warum sollte ich? Aber ich nehme mal kurz deine Werkbank hier. Warum seid ihr immer alle so dermaßen vernarrt da drauf, jetzt irgendwie umgebracht zu werden? Verstehe ich nicht. Vier Läufe? Alter. Seid ihr nicht ein bisschen krank oder so? Vierläufige Schrotflinte zu erfinden? Aber ihr seid hier die, die unsicher sind. Ja, nee, klar. Logisch. Hm.
Ja, komm, machen wir so. Ja, verstärkt, das passt. Das passt auch alles immer noch. Wunderbar. Sprengpfeile. Machen wir mal welche. Wer weiß, ob man die gebrauchen kann. Gut, lassen wir erstmal wieder, ne? Mach's gut. Alles okay? Oder? Ja. Gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich passt das in ihr Weltbild einfach nicht rein, dass wir halt nicht so sind, wie sie das von uns denken. So, wieder Waffe wegstecken. Ich verstehe das immer noch nicht, warum er die ständig zückt. ja gut, ne? Gekritzelte Notiz. Tocha, deine Jäger haben gute Arbeit geleistet. Wir sollten ihnen eine Pause gönnen. Sollen sie für den Anfang 50 Kiefern fällen und entästen. Der Gebieter scheint schlechte Laune zu haben. Wir verstärken den Palisadenzaun lieber. Und ich stege ebenfalls. Ach ja, wir sollten auch noch etwas Kiefernharz einsammeln, denn sie benutzen die Flaschen nur allzu gerne. Aber aus irgendeinem Grund überlassen sie die Herstellung ausschließlich Eugen. Das sollte zum Aufwärmen reichen. Wenn sie damit fertig sind, gibt es noch genug zu tun. Roman. Ja, nö, klar, für den Anfang mal 50 Kiefern fällen, ne? Ja, nö, ist klar. Klar, klar, klar. So ein Gütiger. So ein grundgütiger Mensch. So, genau. Hier unten wären wir dann sonst angelandet und hätten dann hier hochgekonnt. Und uns dann wahrscheinlich hier, nee, da drüben den Weg hochgebahnt. Weil da wären wir ja nicht durchgekommen, denke ich. Oder? Weinen denn die ganze Zeit? Wir haben doch gar nichts gemacht. Leute. Einer ist tot. Alle leben noch. Naja. Gut, ich weiß nun auch nicht, ob das richtig war. Wahrscheinlich war es wieder falsch. Sind die hier oben? Irgendwo? Hm. Na gut, komm. Dann machen wir uns mal da oben auf den Weg. Aber ich glaube, dass wir uns das dann erst bei der nächsten Folge so richtig weiter anschauen, was hier passiert. Ja. Ist ja auch schon spät. Fürs Zusehen. Cheerio.